Okay, wir haben hier wirklich kein Eisen mehr. Alles, was ich an Eisen habe, muss ich nutzen für unten, für die Tür. Der Zombie soll mir da mal kurz egal sein, wenn er mich jetzt nicht gerade meint anzugreifen. Aber es sieht ganz gut aus, dass er uns nicht gesehen hat, als wir in unserem Erdloch verschwanden. Achso, da ist bloß Ecke noch. Das werte ich dann doch noch eben auf. Dann haben wir hier schon mal so eine erste Schicht Sicherheit. Hier müsste sowieso noch... Ach, der ist in der Zeit auch durchgelaufen. Das ist ja klasse. Da freue ich mich. Okay, ich gehe davon aus, dass wir jetzt sowieso unten bleiben. Das heißt, ich mache die Klappe auch mal zu. Hui. Schaut aus, als würde ich so einen schmalen Tunnel entlang rennen. Sieht gar nicht aus, als würde ich runterklettern. So, dann können wir immer bloß, sobald etwas fertig ist, jedenfalls bei der Reihe. Aber hier kann ich komplett durchziehen. Weil der Eingangsraum hier, der soll ja so bleiben. Ach Mist. Der soll ja genauso breit sein wie die anderen Räume auch. Da können wir hier maximal irgendwann, wenn wir mal Lust haben, noch einen Durchgang machen zu einem nächsten Raum. Wie schaut's hier aus? Hier schaut's auch schon recht gut aus. Es ist bald alles auf der zweiten Stufe. Was wiederum heißt, dass wir hier dann bald die Decke reinschmeißen können. Der Beton müsste auf jeden Fall reichen. Und bis sie sich hier runtergegraben haben, habe ich, denke ich, beide Deckenschichten drin. Hoffe ich. Doch, ich gehe davon aus. Wie sieht das schon wieder aus? Du sollst doch brennen, du Luder. So, hier können wir dann demnächst die zweite Schicht reinmachen, sobald es sich mal aushärtet. In der Zeit mache ich hier weiter. Da kriegen wir auch ganz bestimmt noch ein Level raus. Also vermute ich zumindest. Es würde mich etwas wundern, wenn nicht. Ich klatsch auf meinen Blöcken rum. Ich klatsch auf meinen Blöcken rum. Ja, spannender wird sich, weil das ist tatsächlich auch alles, was ich tue. Kaum zu glauben, dass wir dadurch tatsächlich sicherer werden sollen. Okay, wir haben nicht mehr ganz 2 Stunden. Das wird etwas eng für meine Empfindungen. Ich habe nämlich im Lagerraum noch nicht mal mit den Wänden, mit der Decke angefangen. Wenn es blöd läuft, kriege ich bloß eine Schicht rechtzeitig fertig. Oh, die Wand ist ja viel größer, als ich dachte. Und jedes Mal vergesse ich, dass ich hier noch Beton hinmachen muss. Auch das ist nicht so schlau. 1,5 Stunden. Der finale Countdown praktisch.
So, dann ist die Wand gleich soweit. Außer die obere Reihe mit dem Beton nochmal. Aber das hetzt nicht, denn darüber ist ja genug Beton. So, hier muss ich noch ein bisschen aufwerten. Ich glaube sogar tatsächlich, ich hätte dann hier soweit alles. Aber ich möchte mich nicht darauf verlassen und ich möchte hier auch nicht im Lagerfeuer stehen. Dann stelle ich in der Zeit aber schon mal eine Tür her, damit ich die ordentlich sichern kann. Und eigentlich brauche ich noch zwei. Dann ist nämlich eine hier, eine hier und eine hier. Und die will ich gleich so weit wie es geht aufwerten. Da muss ich mir nochmal Eisen rauslassen. Oh, das wird maximal eng. Wie viel ist hier noch drin? 34. Ich mach mal 14. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. So, jetzt habe ich 20. Sollte für zwei Schichten Tür reichen, oder? Jetzt brauche ich schon diese andere Tür. Was kostet denn die? Eisentür. 10 geschmiedetes Eisen. Ja, das wird wohl vermutlich nichts mehr werden. Mm-mm. Geschmiedeten Stahl habe ich da. Den könnte ich zur Not einschmelzen. Komm, Schraubenfedern kann ich einschmelzen, kurzes Eisenrohr kann ich einschmelzen, die leeren Dosen. Oh, da wären auch noch 200 Eisen gewesen. Dann schmelze ich das noch schnell ein in der Zeit. So eine Dose sollte relativ schnell schmelzen. Eisen dazu. Den Stahl würde ich nämlich tatsächlich sehr gern behalten. So, wie schaut es hier deckentechnisch aus? Level up. Geil. Hier passiert gerade auch nicht mehr viel. Komm schon, jetzt trockne doch endlich. Essen mache ich dann hier hinten in die Ecke. Trinken auch. Die leeren Grasklüge, genau, Glaskrüge mache ich mal dahin. Ein bisschen Essen nehme ich mir mit. So, hier kann ich eigentlich schon das komplette Eck machen. Warum komme ich da nicht rein? Okay, da ist anscheinend... Den habe ich bloß nicht gesehen. Klar. Warum auch? Dann mache ich jetzt bloß so weit, wie ich es schon kann. Einfach um Zeit zu sparen, damit in der Zeit dieser Beton hier gleich mit aushärtet. Ah, es wird alles so knapp. Viel, viel knapper als ich wollte. Und hier vorne
Das wäre halt auch echt wichtig. So. Das kann ich schon machen. Da lässt er manchmal ein paar Grafiken inzwischen aus. Warum macht er denn das? Das habe ich ihm so nicht erlaubt, dem Rechner und dem Spiel. So, hier kann ich jetzt komplett durch. Immer schön aufs Feuer aufpassen. Den muss ich noch auslassen. So, den Rest kann ich jetzt hier schon komplett verbessern. Das Problem ist halt einfach, ich weiß nicht sicher, ob das, was da gerade noch feucht ist, schon für die Stufe 2 wäre. Oder noch immer Stufe 1. Deshalb möchte ich es gerade nicht zubauen. Um Fehlern im System entgegenzuwirken. Und ich habe große Angst, dass ich hier einfach gleich überrascht werde. Weil sie oben die Klappe aufgemacht haben und die Leiter runterstiefeln. Ich traue das diesen Zombies durchaus zu. Die sind echt frech. Ich habe Angst. Weg vom Feuer. Das kann ich mir gerade nicht so unbedingt leisten. Zwischendurch schaue ich... Hallo? Warum? Warum fehlt hier ein Block? Hier sollte kein Block fehlen. Sowas aber auch. Da kann ich hier bitte, bitte weitermachen. Okay, hier. Und erst wenn die Schicht hier komplett auf Stufe 2 ist, kann ich die Wand fertig durchziehen. Das ist nicht unbedingt so cool. So, geschmiedetes Eisen kann ich jetzt 17 Stück machen. Vier Stück habe ich. Hier werde ich eisenmäßig gar nichts mehr rauskriegen. Nö, Eisen ist leer. Warte, was brauchte ich für die Tür? Ich habe es schon wieder vergessen. Eisentür. Noch 6. So, jetzt kann der hier auch mit rein. Ist ja schön, wenn wir wenigstens eine Schichtdecke schon drin hätten. Das ist dann doch alles wesentlich knapper, als ich das Ganze geplant habe. Okay, jetzt kann ich mal kurz basteln, ohne Rücksicht aufs Lagerfeuer nehmen zu müssen. Danach mache ich es gleich wieder an. So, wenn der hier schon trocken ist, dann mache ich da auch gleich weiter. Und solange ich hier keine Zombies hören kann, ist, denke ich, alles im grünen Bereich. Hoffe ich. Doch. Ich denke schon. Oh, es ist so dunkel. Okay, hier kann ich die Wand fertig machen. Hier kann ich ansetzen. Hier kann ich ansetzen.
gruselig. Dann kann ich hier komplett runterziehen. Ich werde es mal jetzt gerade nicht auf, weil da ist noch nicht so dringend. Dann mache ich in der Zeit lieber hier weiter. Man muss ja ganz klar seine Prioritäten setzen. Und die Priorität liegt hier dabei auf der Decke. Ganz, ganz klar. Weil die können nur von oben kommen. Oder von der Leiter. Ja doch, Zombies können Leitern laufen. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob die Leitern laufen können. Ich weiß es doch inzwischen. Die sind mir auch schon auf mein Dach gefolgt. Ach, hätte ich auch eigentlich diese Eisentür direkt setzen können? Und mir praktisch das bisschen Eisen zum Aufwerten sparen. Nur mal so aus Interesse. So, die gewünschte Türe. Hier geht es momentan nicht weiter. Und es ist halt auch relativ dunkel. Hallo? Der sollte feucht sein jetzt. Ach, jetzt. Damit ich nicht vergesse, wo ich gleich weitermachen kann. Weiter und zwar heiter, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Aber ich glaube, solange wir hier unten sind, wie gesagt, wir sind inzwischen sicher. Also unser Ziel, was wir uns gesetzt haben, das haben wir auf jeden Fall erreicht. Bis die hier unten sind, da vergeht einiges an Zeit. Und wenn sie mal hier unten sind, dann müssen sie sich erstmal wirklich durch dick Beton klatschen. Und ich glaube nicht, dass sie das so schnell hinkriegen. Ja, hier macht er wieder bloß die Hälfte. Das faule Schwein. Da spart er sich heute ordentlich Arbeit. Der Rechner, warum auch immer. Hat er doch sonst nicht gemacht. Jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Okay, wir haben unsere Eisentür. Hier mache ich das Feuer wieder an. So, Viertelstunde mal. Fürs Erste. Dann kann ich hier ein bisschen weitermachen. Die Tür kann ich aufwerten. Okay, ich bräuchte noch mehr geschmiedetes Eisen. Wie viel habe ich denn? Eins. Ich bräuchte aber dann praktisch noch mindestens 9. Ja, mach's gut, alte Schraubenfeder. Und mach's gut, du gutes altes Eisenrohr. Hier kann die zweite Reihe hin. Hier kann ich die Wand fertig machen. Diese Wand wird auch komplett aus Beton zumindest sein. Da gibt es dann keinen Pflasterstein. Einfach weil das hier unsere Hauptschutzwand ist. Wobei, das hier kann ich eigentlich lassen und bloß die Tür mit Beton umrahmen. Nee, komm. Sicher, sicher. Wir wollten ja, wie gesagt, keine großen Risiken eingehen. Und ob die hier optisch genauso ist wie die anderen, ist da
zweitrangig. Und die Tür hält ja auch zumindest ein bisschen was ab. Zumindest sollte sie das. Sie ist zumindest schon gut aus Stahl. So, hier, zweite Reihe. Hier kann ich die Wand runterziehen. Oh. Wobei ich das draußen auch machen könnte eigentlich. Weil es ja breit genug ist. Wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Ja. Vielleicht mache ich das. Dann wäre der Eingang hier noch ein bisschen besser geschützt. Und vielleicht dann auch noch irgendwann eine zweite Tür, dass man praktisch wie so eine Sicherheitsschleuse hat. Wobei, ach, komm. Die kommen ja ganz offensichtlich sowieso nicht da runter. Hier kann ich noch komplett durch. Blutmund ist ja auch fast rum. Außen fängt er auch schon wieder an, Texturen auszulassen. So wie hier.